Auch hier dieser Aspekt, dass die Sünden umgewandelt werden in gute Taten, da sagen einige Gelehrte, es gibt da zwei Ansichten. Die einen sagen, es ist so, wie gesagt, Yawm al-Qiyamah wirst du Berge finden voller Sünden und auf einmal wandelt Allah sie um in Berge voller gute Taten. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Und in einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist so ein wunderschöner Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt Yawm al-Qiyamah, möge Allah uns in das Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Allah subhanahu wa ta'ala wird einem Menschen sagen, bringt seine Sünden hervor. Er wird nicht dem Menschen sagen, sondern er wird befehlen an die Engel, bringt die Sünden dieses Menschen hervor, aber nur die kleinen Sünden und lasst die großen Sünden beiseite. Dann wird dieser Mensch seine Sünden sehen, die kleinen Sünden. Ja Rabbi, vergib uns, ja Rabbi. Ja Rabbi, stärke unseren Glauben, dass wir nicht sündigen und leite uns recht zu einer aufrichtigen Reue. Und dann sagt dieser Mensch, ja Rabbi, da gibt es Sünden, die ich nicht sehe. Und im Hadith lautet es, und er sagt sich, was steht mir nun bevor? Er weiß nicht, was passiert, wenn diese Sünden alle aufgelistet werden. Und da sagt er, ja Rabbi, da gibt es Sünden, die ich sehe sie nicht. Er meint, die großen Sünden möge Allah uns vergeben und bewahren. Da sagte er, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, siehst du diese Sünden? Ich wandle sie um in gute Taten. Subhanallah. Möge Allah unsere Sünden in gute Taten wandeln. Warum? Weil dieser Mensch bereut hat. Andere Gelehrten sagen, gemeint ist mit dem Umwandeln der Sünden, eben wie ich vorhin gesagt habe, dass du geleitet wirst zur Reue und eben deine Sünden so bedauern wirst, dass du immer und immer wieder um Vergebung bitten wirst. Und das sind ja gute Taten, oder nicht? Und dafür bekommst du Belohnung. Also wirst du viel mehr Belohnung bekommen, als die Sünde schwer ist. Möge Allah uns zu einer aufrichtigen Reue recht leiten.